Tja, Freunde, da habe ich mir jetzt wohl einen Gegenstand versaut und ihr habt mir auch schon gesagt, welcher das war. Und zwar hat dieser Garrett-Typi hier jetzt einen Schmiedestab zerstört, mitsamt dem ganzen Dorf. Ja, der Schmiedestab, also den trauere ich jetzt nicht so hinterher, den kann man sowieso, glaube ich, bloß dreimal benutzen oder fünfmal vielleicht. Und der könnte halt Waffen reparieren. Naja, ist jetzt nicht so schlimm, nicht wahr? Ihr habt mir aber auch erzählt, dass der auf jeden Fall in unser Team kommen muss. Und zwar, indem Lilina ihn anspricht. Alles klar, danke für den Tipp, Leute. Wie mache ich das jetzt? Wie weit kann der Arsch laufen? Sehr weit. Kommt der auf mich zu oder nicht? Ich würde ja gerne... Was hat der für eine Waffe? Nee, der krittet doch bestimmt. Also ich hoffe, der kommt auf mich zu und geht nicht wieder zurück. Das wäre kacke. Also sollen die mal kommen und mich hier angreifen. Das können sie ruhig machen, aber bitte nicht Lilina. Sie ist doch so zart beseitet. Ja, Verteidigung ist für ein Arsch. Wen können sie denn angreifen? Na, sollen sie mal ruhig sie hier angreifen? Halt, wie weit kann der nochmal laufen? Oh, okay, gut, die stehen ja alle schon ganz richtig. So. So, du stellst dich hier hin. Warte mal, bist du verletzt? Oh, du bist ja verletzt. Ist ja furchtbar. Stahlschwert. Okay, dann kurz healen. Mit der Fliege. Swing. Was ist das? Swing. Alrighty then. Okay. Scheiß Fliege. Hau ab aus meinem... Hau aus meinem Gesicht. Raus aus meinem Face. So, und du nimmst jetzt mal deinen scheiß Talisman. Yeah, habe ich ganz vergessen wieder, dass er ja die ganzen Items mal verdammt nochmal nehmen soll. So, Percival hat seine eigenen Leute hier gerettet. Und wir laufen einfach Richtung Schloss. Oh yeah, Igraine, cool. So, ich war sonst... Ja, okay. Dann gehe ich noch in das Haus hier, die Häuser alle besuchen, vielleicht ein bisschen shoppen. So, okay, na dann. So, du hast dein Schwert, alles klar. Dann komm her, Garrett. Komm aber auch wirklich, du Sack. Okay, der ist der Erste, der einfach mal draufgehen will und der... Alter, Mann, du hast 0% Trefferchance. Du Idiot. Oh, Clarida hat bloß einmal angegriffen. Ist der Donner einfach kaputt? Donner ist kaputt. Macht nix. Macht da gar nix. Oh, oh. Uiuiuiui. Das wäre nicht mal Schaden angerichtet worden. So, sehr schön. Ich hoffe, Lilina kommt ran an ihn. Ach, wenn nicht, habe ich ja Elfi noch in der Nähe. Aber sie schafft es auch so. Und ihr hattet recht. Alles klar. Wartet mal! Wer bist du denn, Mann? Warum greift ihr diese Dorfbewohner an? Wer denkst du denn, wer du bist, Mann? Na, erzähl mir deine Gründe, warum du dieses Dorf angreifst. Los! Gründe? Tja, ich würde mal sagen, ich könnte sagen, es ist unser Fehler. Euer Fehler, hä? Ja. Tja, weil wir Idioten im Krieg hier rumgeirrt sind und so was alles, sind mehr und mehr Leute so. Ach, okay, genau. Wegen dem Krieg müssen halt mehr und mehr Leute wie Banditen umherstreuen, um auch Essen zu kriegen und sowas alles. Ja, wir kämpfen, um solchen Leuten zu helfen. Ah ja, ich habe gehört, dass ihr sowas macht, aber naja. Sieh es mal realistisch, Kind. Die alle haben gesagt, sie versuchen zu helfen, aber all die Worte sind leere Versprechen. Also Mann, was ist die Aktion hier, hä? Du hast deinen Kopf in den Wolken. Du kannst nicht mal sehen, was auf dem Grund los ist. Verstehst du das? So, jetzt gehen wir aus dem Weg. Nein! Was? Alter, hör mir zu. Ich spiele kein Spiel mit dir. Wenn du jetzt nicht Platz machst, ja? Dann hau ich dir einen runter. Ich werde mich nicht bewegen. Und wenn du mich töten willst, dann... was? Dann mach's doch so, wie du willst, wie du es dir wünschst. Was zum... Also Mann, ich lasse dich nur passieren. Ich lasse dich passieren, aber... Es würde... Nee, was? Ja, wenn ich dich passieren lasse, würde irgendeiner anderer von diesen Leuten, wo du sagst, die sind alle nur... Die erzählen, ohne wirklich was zu machen, die würde ich dann bashen, Mann. Ich erzähle dir die Wahrheit. Wir kämpfen, um den Menschen zu helfen. Ha, du. Ja, ich habe niemals gedacht, jemanden zu treffen wie dich, der so naiv denkt. Also, hast du uns ausgelacht? Aber okay, Mann. Es ist wirklich nett, sowas zu hören, seit einer ganzen Weile. Also? Okay, Mann, du hast gewonnen. Ich höre auf damit, die Leute hier zu berauben. Aber, du lässt mich gefälligst mit dir kämpfen. Verstehst du? Ich will mit eigenen Augen sehen, dass deine Worte wahr sind. Oh, danke, Mann. Wenn du bei uns an unserer Seite kämpfst, bin ich sicher, dass du verstehen wirst. Aha, na okay, Mann. Du scheinst ja wirklich sicher dabei zu sein. Ich bin Garrett. Und du bist? Ich bin Lilina. Lina? Die Freundin von Luxa Link? Nee, warte mal. Na okay, dann, ja.
bitte ich dich, ja, erzählt mir Anweisungen, Milady. Oh, ist ja geil, jetzt habe ich erstmal einen fetten Berserker als Kumpel. Aber okay, ich habe ja vor, aus ihm hier will ich ja einen Berserker machen. Oh, der ist aber auch schon, sind auf jeden Fall schon mal fast gleich stark. Bloß der ist ja eindeutig besser. Okay, also Skill und Speed lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja wegen den Einheiten hier. Aber okay. So, Eliwood, du gehst mal hier. Item, nimmst du den Bodywing und besuchst dann das Haus. So, Noah, du kannst auch das Haus besuchen. Keine Angst, ich kümmere mich gleich um die alten Trottel da. Die werden ja keine Chance haben. Ach, Berserker. Aber ihr müsst euch noch gedulden, bis ich den wirklich angreifen lasse. Weil das wird dann wohl doch erst Gonzales irgendwann machen. So, Iron Sword. Alter, und Schlitz. Daneben. Einfach Garrets eigene Leute hier platt machen. Tschüss, Mann. Da, da, da. Yeah. Ein Level up. Level 4. Oh, Stärke und Speed. Geil. Ach doch, der Drache ist echt fett. Der wird auch noch richtig fett. Die sind alle so fett hier, ey. Mann, was ist los hier? Und One Hit. Schlitz. Juhu. Okay, das wird einfach. Wenn jetzt hier nicht irgendwie blöderweise irgendeine beschissene Verstärkung kommt, aber ich rechne eigentlich damit, dass sie nur von den Festungen hier kommen wird und nicht von hier. Ja, dann sind wir ja super dabei, ey. Ist ja voll geil. So, was ist denn hier in dem Laden drin? Gibt's hier irgendwas Geiles? Na, was willst du haben, Mann? Gib mir mal noch ein bisschen Pflege hier. Na, okay. Nochmal. Na gut, Mann, wenn du willst. Okay, reicht. Die hat jetzt nichts wirklich Nennenswertes. So, du besuchst mal das Dorf hier. Hm? Oh, die Gerüchte sagen, dass die drei trojanischen Generäle, divided wurden. Was war nochmal divide? Divide, keine Ahnung. Aber so haben die Leute wenigstens ein Herz. Was? Okay, so haben die Leute sie im Herzen. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht gegeneinander anfangen zu catchen. Ey, genau, Percival, wir haben noch dadurch, haben wir doch jetzt einen schon der... Nee, wir haben schon zwei der etrojanischen Generäle. Stimmt ja. Das vergesse ich ja total. Wie geil. So, was ist hier mit den Drachen? Wann kommen die? Ach, die sind ja noch weit, weit weg. Spiel mir doch das Lied. Tschudelin, tschudelin. Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht, ja. Hier wegen Sophia, unsere quasi zweite Schamanin. Ey, das ist voll fies, das ist endlich mal wieder hier, wo man von Natur aus zwei Schamanen bekommen kann. Richtig geil, das geht ja auch in Fire Emblem 8, geht das ja auch, von den Game Boy Advance Teilen her. Aber da kann man sich auch entscheiden, ob man den anders macht, aber dazu später mehr vielleicht in einem zukünftigen Let's Play. Aber ich würde, was mich jetzt interessieren würde, ja, sage ich euch ganz ehrlich, wie ein weiblicher Druide aussieht. Also weibliche Schamanen sahen ja schon geil aus, aber ein Druide? Also ist ja die Weiterentwicklung eines Schamanen, nicht wahr? So, was machen wir jetzt hier? Besuch das Haus, Roy. Besuch es. Hm, ich habe gehört über diese Banditen, die in dieser Gegend hier sind. Sie müssen ganz schön brutal sein und übelst krasse Killer. Wieso denn? Einer davon ist ja total nett, man ist unser Freund. Guck mal hier, Garrett, der olle Eierkopf. Da, da, ba, ba. So, du stürmst mal nach vorne, bist du voll geheilt? Ja. Stürm mal nach vorne, mein Freund. Mit Stahlklinge reicht aus. Die kommen doch hoffentlich alle gleich auf mich zugerannt. So, sie fliegt auch mal mit unterstützend. Da, alle unterstützen jetzt hier. Alle die ganzen weiterentwickelten Einheiten. Kommt doch alle her. So, jetzt hat natürlich Angst, was hier mit der Festung ist. Aber ich gehe einfach mal weg. Stelle Irene darauf. Weil die soll ja, wie gesagt, soll die nicht trainiert werden. Oh, warte mal, ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, wie Elfin sein Level abbekommen hat. Wie viel, was hat er jetzt für Werte? Ist ja jetzt cool. Kann er jetzt noch fetter ausweichen? Er hat, boah, Glücksspeed fast voll. Na, kriegt er aber, glaube ich, nicht mehr voll mit den drei Leveln, die er noch hat. Da ist ja sie so ja krasser drauf. Oh, Alter, die hat drei Werte auf voll. Ja, auf voll, ich sag das so, wie es klingt. Das ist krass, das ist krass. Viel zu krass. Garrett, komm mal mit. So. Die stellen sich ja alle in einer Reihe auf. Müssen ja mal aufpassen. Okay. Na los, kommt Leute, traut euch. Traut euch, ja, kommt her, meine Freunde, kommt her. Das war euer Fehler. So, Roy, du kannst auch wieder ein bisschen nach oben. Geh doch nach oben, ja. So, greife ich die jetzt einfach an? Was haben die denn für Waffen? Ups. Stahllanze, lame. Stahllanze, lame, lame. Und Elfenfeuer. Alles viel zu lame.
Was soll das? Wollt ihr mich beleidigen? Hä? Ich glaube, sie wollen mich beleidigen. Also werden sie sterben. Los, du machst schon mal den Typen hier down. Nee, nee. Zu viele fiese Typis hier. Aber es ist wirklich bisher sehr einfach. Was soll ich machen? Stell ich mal auf die Festung hier, Alan. Ist, glaube ich, cooler. So, los, Meisterlanze. Oh, geil. Alter, jetzt mal mit einer Lanze gekrittet. Das ist so geil. Rittermeister, ach man, ich will Noah auch zum Rittermeister machen. Der soll auch wieder mitmachen, ist voll geil. Dam, dam, dam. Zwei Rittermeister sind doch besser als einer. Okay, die können aber nicht so viel ausrichten. Die kommen auch gar nicht an uns ran. Die Drachentypen übrigens auch nicht. Also los. Du machst jetzt nochmal mit Silberlanze, haust hier richtig fett rein. Schlitz! Daneben. Nicht mal den Flügel angekratzt und tschüss. Okay, und die Magierin muss auch noch down. Weil, ja, mein Drache ist da ein bisschen in Gefahr. Aber warte mal, die können wohin? Okay, vor den Reitern brauche ich keine Angst haben. Ich muss nur vor einem Drachen Angst haben. Naja. Das schafft sie hier. Der Drachen, ich habe gerade gesehen, er war zwar auf einem ziemlich hohen Level. Aber das ist mir scheißegal. So, das würde sie nicht schaffen. Also los, Mann. Kritte. Ah, verdammt. Also nur 7 Schaden. Ach, ich liebe diese hohe Resistenz. Und tschüss. Da, 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 da. So, und schön können die anderen auch wieder vorrücken. Schön vorrücken hier. Wir werden jetzt hier richtig Rambazamba machen. Das geht doch ratzfatz hier. Kapitel 15, wir sind bei Zug 9. Das Drachengirl. Dam, 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 dam. So, du spielst wieder dein Lied, du musst ja auch trainiert werden. Bald bist du Level 20. Den krieg ich unter Level 20. Das wird kein Problem. Vogel wieder geküsst. Dam, dam, dam. Dieser alte Naturschmuser. Okay, ich habe immer noch Angst, Grine von der Dings da wegzunehmen, von der Festung. Weil es könnte durchaus sein, dass da jetzt auch noch welche kommen. Und da habe ich keine Lust. Also schnell folgen wir. Sie kommt als Letzte, denn als Letzte soll sie weggehen. Nö, okay. Bitte die Nächsten, bitte. Dum, dum. Es kommt nur der Flaschentypi. Guckt euch das an. Oh, daneben. Wow. Und zack. Alter, müsst ihr euch vorstellen, ein kritischer Schlag, ey, das Dreifache vom Damage. Also waren gerade 39, einfach so. Ah, jetzt kommen die Versager an. Ey. Das ist doch alles nicht wahr. Ist doch nicht wahr. So, jetzt reicht's aber, komm, wir hauen ab. Ellie wird bestimmt eh angegriffen, weil er im Wald steht. Oh, du bist kurz vom Level ab, das ist gut, das ist sehr gut. Eisenaxt, ja, okay, du kriegst dann trotzdem dein Level ab. Schlitz! Ausgewichen! Und los, OJ! Yeah! Level up! Dudit! Yeah! Ah, sehr schön. Sehr, 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 sehr gut. Wer soll ihn jetzt fertig machen? Wer killt denn den Trottel jetzt? Die sind ja alle schon so mega. Die sind alle schon Level 4. Was ist denn los? Okay, sie noch nicht. Also, sie ist ja sowieso die Overpowered hier. Alter, die ist ja so mega stark. So, dann soll sie mal ruhig wieder einen wegbashen. Schon mit Thunder! Okay, Mann. Bam. Tot. Oh, da hat er einen Horslayer gehabt. Gut, dass er jetzt weg ist, der Trottel. Da, bam, bam, bam. Kannst du dich da hochfliegen und den töten? Nee, schade. An den kommt gerade mal keiner ran. Ach, Garrett, nee, du bist ja gerade mal Level 1. Ja, trotzdem ist er schon verdammt stark. Ich glaube, der wäre sogar schon stärker, wenn wir Gonzales weiterentwickeln würden. Hätte ja keine Chance mehr. Und jetzt der letzte Reiter hier down. Zack. Tschüss, du verlorener Reiter. Tja, denn einfach mit dem Rest der Gruppe nach vorne stürmen. Am besten schön in den Wald stellen. Falls jetzt wieder überraschenderweise hier auf den Festungen welche erscheinen, bin ich nicht ganz so im Kreuzfeuer. Da, 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 da. Abhalten wir ruhig deine Lanze. Ist doch eigentlich ganz cool. So, du stellst sie aber mal hier rauf. Da habe ich keinen Bock drauf. So, du stellst dich hier hin, chill in den Wald. Nur ruhig mal mit deinem Eisenschwert. So, die Heilerin. Hoffentlich greifen die nicht wieder die Heilerin an, nur weil sie denken, das macht mehr Schaden, die ollen Drachen, ey. Voll doof. So, ich würde mal sagen, meine Soldatenrettertruppe, die bleibt jetzt hier stehen. Weil ich hoffe, von hier kommen keine. Was ist, wenn jetzt hier noch welche kommen, ey? Das wäre so gemein. So, Elfen wieder to einer Nation. Tschum, tschum.
Schöne lila Buchse hast du an, Gonzales. Dankeschön, ja danke. Und Ende. Oh, wann jetzt? Oh nee, was denn jetzt schon wieder? General, Mann! Scheiße, die Verstärkung ist bereit! Gut, los, schickt sie raus. Alles klar, Sir. Die Verstärkung ist bereit? Was für eine Verstärkung? Okay, jetzt kommen die auf jeden Fall alle an. Daneben. Das war lame. Richtig lame. Okay, was für eine Verstärkung kommt denn jetzt? Jetzt kommen die bestimmt alle gleich hier raus, hier geschossen, ey. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Okay, und wir hauen deswegen ab. Wir hauen ab. Und das nicht zu knapp. Ach, reicht ja auch. Shortbow. Der muss auch mal alle werden hier. Zack. Wow, das war fail. Und tschüss. Ach man, nur 7 Erfahrungspunkte, ey. Das ist ja auch wieder richtig lächerlich. So, stürme ich jetzt einfach die Scheiße hier? Stahlschwert. Rüstungsslayer. Okay, Silberlanz ist übel. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten aber auf nichts. Also ich achte erstmal nur auf den. Hau abfliege. Okay, und der Armor Slayer. Ach nee, der ist ja, wo ist der? Der ist ja hier. Okay, auf die beiden muss ich aufpassen. Halt, wie weit können die denn nochmal laufen? Der kann euch machen, der kann euch machen. Okay. Hui. Na dann, Killerlanze. Zack. Los, jetzt Kritte. Yeah, das sieht so geil aus. Zack. Voll stolze Ross. Ach man, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Fire Emblem sowieso. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, ey, dass es quasi noch ein Game Boy Advance Fire Emblem gibt, was ich nicht kenne, ey. Das ist so geil. Das ist so cool. So, halt, wie weit kann denn der Bogenschütze hier laufen? Ach, auch überhaupt nicht weit. So, dann send mal deine Verstärkung aus, du Idiot. Viel Spaß dabei. Meine Verstärkung kommt nämlich auch. So, ja. Das wär's ja denn hier, du bleibst hier schon stehen. Elfin, du trainierst hier, du bleibst hier auch mal stehen. Meine restliche Angreifertruppe macht das schon und dann holen die einfach Roy über die Berge zurück und dass er das einnehmen kann. So, das war's. Oh, wo ist denn der. Wo ist die Verstärkung? Warum kommt die denn nicht? Haben sie Angst bekommen oder was? Daneben. Dum, dum, dum. Dam, dam, dam. Kommt alle her, ich mach euch alle platt. Ja, kommt her. Langbogen, was soll das denn? Daneben. Ellen, du bist viel zu cool, Ellen! Yeah! Okay. Und ja, nochmal schön heilen auf einer Festung. War ja so, auf Festung wird man ja geheilt. Okay, macht jetzt alle auf einmal down. Was ist mit dem. Ach, okay, zu der Silberlanze komme ich nicht. Aber die kommt zu mir. Das ist natürlich lame. So, oh geil! Zack! Alter! Und zack! Voll getötet! Er konnte nichts tun, Leute. Ich konnte nichts für ihn mehr tun. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Er war einfach. Seine Zeit war gekommen, wisst ihr? Eisenachs, guckt euch die Flasche an, Alter. Schlitz. Und zack. Auch tot. Ey, dieser olle Rittermeister da unten, dieser Paladin, der wird auch keine Chance haben. Der wird keine Chance haben. Was soll er denn machen gegen meine Leute? Jetzt mal im Ernst. Guck mal, sie kann ja ganz locker den hier schon umboxen. Ihr Nemesis, den Bogentypi. Njau. Und zack. Einfach getötet. Okay, dann warte ich noch einen gegnerischen Zug ab. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Dann haben wir im nächsten Part das gerockt. So, stellt sich mal hier rauf. Ellen. Kommst nicht wirklich weit. Das ist jetzt schlecht. Okay, halt, naja, sie soll ja auch nicht trainiert werden. Sie hat ja schon so viel. Ellen, stellt sich mal hier in den Wald. Und killerst den Typen weg. Oh yeah! What? Wow! Daneben schon wieder. Oh yeah! Nochmal ein fetter Lanzenstoß! Zack! Alter, wenn du so ein Ding abbekommst, ey, da hast du, siehst du echt keine Sonne mehr. Dann bist du sowas von tot. Okay, das wär's. Oh, guck mal, wer da kommt. Läppische kleine Verstärkungstypen. Autsch! Alter, ich hab gesagt, du bist läppisch! Jetzt stirbt sie bestimmt, weil so ein Trottel da. Pass auf, das ist so bescheuert. Jetzt kommt der Typ mit seiner Silberlanze und boxt sie voll um. Aber nur, weil sie geschwächt wurde, weil der mit 23% getroffen hat. Den seht ihr jetzt schon kommen. Obwohl, mein Glück sagt ja eigentlich was anderes. Okay. Ja, jetzt trifft er auch nochmal mit 21%. Ich wollte schon sagen, ey. Und zack. Jetzt bin ich gespannt, wie viel der mit der Silberlanze abzieht. So
So 24, 23 wird er bestimmt abziehen, 90% Trefferchance. Warum nicht? Aber Sailor Mercur hält das aus. Sailor Mercur? Oh! Okay. Oh, Alter, und zack! Alter, da lässt sie sich nicht lange bitten, einfach ausgenockt. Das ist ja geil. Okay, er hat ihn nicht mal getötet. So, Freunde, das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Part geht's weiter, da besiegen wir den ollen Trottel hier. Der kann noch so viel Versteigerung holen, wie er Bock hat. Obwohl, da kam keiner. Egal. Ciao!